Servus zusammen, mein Name ist Sigi Eichhorn. In dem Video gebe ich dir einen Fototipp mit, den du hier in Jena, falls du mal hier im Urlaub bist, gut anwenden kannst. Es dreht sich hier alles um Spiegelungen. Und schaut mal her, das Wasser hier ist spiegelglatt an diesem schönen Wehr. Burgauer Wehr heißt der Standort hier mitten in Jena. Und ich bin jetzt hier auch schon mal rumgeschlichen und habe jetzt nach einer guten Perspektive gesucht. Wisst ihr, zuerst dachte ich, ich komme hierher, gehe hier auf die Brücke, laut Google Maps, und kann hier von oben super gut runter fotografieren. Also spielt mir diese Brücke überhaupt nicht in die Karten, weil sie einfach zu hoch ist. Da habt ihr keine Spiegelung. Und außerdem ist die Brücke gesperrt, oder ja, ist gesperrt, da ist so ein Zaun, haben sie irgendwie davor festgeschweißt, und die ist echt verwahrlost. Also das würde ich jetzt nicht machen. Okay, die Sonne geht also hinter mir unter. Um 16 Uhr geht die da unter. Wird also richtig geil angeleuchtet. Also ist Sonnenuntergang hier eigentlich der beste Zeitpunkt, weil Sonnenaufgang ist da drüben. Da weiß ich nicht, wie das Licht hinterm Berg die Brücke anleuchtet, aber Sonnenuntergang, Licht kommt von hinten, gibt meistens eine sehr schöne Spiegelung ab. So, und jetzt machen wir einfach mal ruckzuck das Foto. Auf 70 mm wird es dann so aussehen. Diese Bögen sind auch irgendwie abgeschnitten. Und wenn man dann nach unten geht, kriegt man hier gleich ein absolut stimmiges Bild. So sieht es dann von unten aus. Und wenn man jetzt noch beachtet, dass da hinten neben dem Haus ein Baum zu sehen ist und rechts an der Brücke ist auch ein sehr hoher Baum, würde ich den gerne irgendwie mit drauf kriegen. Und dafür gehe ich jetzt noch ein Stück weiter nach hinten, reichen 2-3 Meter. Viel weiter geht es auch nicht. Macht das Bild jetzt hier echt mal vom Stativ aus. Genau, besser wären 60 mm, aber habe ich hier nicht dabei. Machen wir es mit 70. Ne, ich müsste tatsächlich noch weiter nach hinten. Hier fehlen 2-3 Meter. Mist! Ich habe diese zwei Bäume links und rechts am Brückenende drauf. Die Brücke spiegelt sich perfekt im Wasser. Jetzt möchte ich das Wasser noch ein bisschen glätten, deswegen drehe ich die Blende zu. Ja, und wenn man keine Filter zur Hand hat und möchte auch eine Sekunde lang belichten, dass das Wasser schön glatt ist, dann kann ich jetzt hier zumindest bei mir auf F22 die Blende schließen, belichte eine Sekunde lang und dann habe ich ein Top-Bild. Also nehmt es mit als Fototipp für Jena, wenn ihr hier seid, kommt zu der Brücke, zu diesem Stauwehr, macht ein cooles Bild. Vor allen Dingen hier am Abend, wenn die Sonne untergehend ist und ihr die Sonne auch im Rücken habt. Und kleiner Bonustipp am Ende. Wenn viele, viele Menschen über die Brücke laufen, nehmt auf jeden Fall einen starken ND-Filter mit, zum Beispiel einen ND1000, also den 3.0er, dass ihr mindestens 10, 15 Sekunden lang belichten könnt. Und wenn die Menschen in Bewegung sind, über die Brücke laufen, dann sind die wirklich verschwunden. Dann habt ihr da keine Menschen drauf. Das ist so der Bonustipp. Neuer Tag, neue Fotolocation. Heute bin ich in Thüringen und zwar bei der Ziemestalbrücke. Das ist ein wirklich imposantes altes Bauwerk. Wahrscheinlich ist es auch irgendwie ein Naturdenkmal, weiß ich gar nicht, aber diese Brücke ist der Wahnsinn. Die ist riesengroß, super hoch und früher ist hier tatsächlich mal ein Zug drüber gefahren. Heute dient sie eigentlich nur noch Leuten wie mir oder Instagram-Influencern, um sie hier selbst darzustellen. Die Sonne ist schon untergegangen, als wir hier ankamen.
was können wir hier machen? Und da sind wir auf die Idee gekommen, komm, wir machen ein Foto mit einem kleinen Hingucker, ja, wenn es schon dunkel ist. Und da hat sich eben Daniels gelbe Jacke sehr gut angeboten. Und so hat er sich eben in die Mitte der Brücke gestellt, hat mal nach vorne geguckt, nach unten, mal zu mir. Und da haben wir einfach mal zwei ganz einfache Posen einfach mal ausprobiert. Und ich denke, wir haben es ganz gut hingekriegt, dass man da einfach so einen Hingucker schafft, im Gegensatz zu dem Standardbild, was man hier normalerweise vielleicht machen würde, einfach nur die Brücke von hier oben zu fotografieren. Und jetzt hat sich dann noch spontan was ergeben. Da waren Kollegen da mit dem Motorrad und dann habe ich den einfach mal nett gefragt, ob er sich vielleicht mit dem Motorrad auf die Brücke posiert. Und machen wir mal ein besonderes Foto, also mit so einer Crosskiste. Und da hat er eingewilligt und ich denke, dieses Bild ist richtig cool geworden. Da bin ich stolz drauf, dass das so spontan, so zack, einfach hingehauen hat. Vor lauter Aufregung habe ich natürlich vergessen, bei meiner Filmkamera auf Record zu drücken, dass ihr live dabei seid. Aber so ist es halt manchmal. Die Fotos zählen am Ende, das, was rausgekommen ist. Und diesen Fotospot wollt ihr euch einfach mal mitgeben. Location und zum Fotografieren gut geeignet. Also, das war ein kurz Fototipp von mir aus Thüringen. Bye bye und bis zum nächsten Video.